Auf dem Sportclubplatz, da gab es über den Favoriten keine Diskussion. Denn der Sportclub vermochte bisher im Frühjahr nicht zu halten, was die Mannschaft im Herbst versprochen hat. Austria Salzburg hingegen hat im Frühjahr noch nicht verloren und seit 694 Minuten auch keinen Gegentreffer eingesteckt. Das spricht natürlich für Torhüter Otto Konrad. Sein Herausforderer heute war Starstürmer beim Sportclub Thomas Janeschitz. Und es war natürlich das Ziel des Wiener Sportclubs, diese Torsperre zu brechen. Von der Taktik her sah man in diese Richtung wenig. Der Sportclub igelte sich ein und verließ sich auf Konterschläge. Hier geführt von Gugi, der gefault wird, und zwar von Gaga. Freistoß für den Wiener Sportclub. Gelbe Karte für Gaga für dieses Foul an Gugi. Gugi, der auch als Manndecker eingesetzt wird, und zwar auf Jucevic. Freistoß für den Wiener Sportclub, kurze Abwehr der Salzburger. Und plötzlich hat der schon angesprochene Janeschitz die Chance, und hier sieht man, Torsperre ist oft auch Glückssache. Vor allem die Verteidiger von Casino Austria Salzburg haben viel Spielraum. Herbert Weber schaltet sich immer wieder in die Angriffsaktionen ein. Auch Fürsthaler. Hier Jucevic, und erstmals wird Peter Balluch im Tor des Sportclubs geprüft. 2300 Zuschauer, Otto Baric, immer auf dem Sprung aufs Spielfeld, ist sehr nervös. Er hat gesagt, er hat kein gutes Gefühl, wenn er auf den Sportclubplatz kommt. Alles ist hier so altmodisch, das Spielfeld uneben. Hier haben sie Fürsthaler, an und für sich Manndecker, aber heute immer wieder bei den Angriffsaktionen dabei. Flanke von Fürsthaler, und da ist Feiersinger, er trifft den Ball haargenau, und Casino Salzburg führt mit 1:0. Das Ganze in der 23. Spielminute. Ein Prachttreffer von Feiersinger. Vorarbeit Fürsthaler. Keine Chance für Palm. Jetzt spielt Casino Salzburg etwas sicherer. Jucevic, ein Foul an Jucevic, und zwar von Gugi. Jucevic ist nicht so gefährlich wie in den letzten Spielen. Hier Keipel, der Trainer des Sportclubs, war lange Zeit Assistent von Baric. Freistoß von Weber, und das ist das 2:0 durch Sabitzer, und zwar in der 25. Minute. Innerhalb von 2 Minuten, 2 Treffer für Casino Salzburg. Und das ist bereits seine Vorentscheidung in diesem Spiel. Herbert Weber, Horak fälscht den Ball noch etwas ab, und Sabitzer, Herfried Sabitzer, lässt sich diese Chance nicht entgehen. Wieder Jucevic. Reisinger. Kopfball von Sabitzer. Der Sportclub steckt aber nicht auf. Er hat das ganz große Ziel, doch die Torsperre von Otto Konrad zu brechen. Wir haben sie Melich. Melich spielt sehr quirlig, bringt einige Probleme für die Salzburger Abwehr. Das ist wieder Gugi. Und Konrad hat abermals bei einem Schuss Glück hier von Gugi. Schlösinger sollte zweite Sturmspitze spielen, ist aber zumeist im Mittelfeld zu finden. Hier ein Foul von Sabitzer an Schlösinger. Gelbe Karte auch für Sabitzer. Freistoß, Janeschitz. Aber Konrad wäre mit der Hand wohl am Ball gewesen. Hier sehen wir es noch einmal. Da hätte sich Konrad bestimmt nicht überraschen lassen. Wieder Gaga. Er spielt auf Janeschitz. Weber. Immer wieder stößt er mit nach vorne. Immer wieder erzeugt er gefährliche Situationen. Eckball für Casino Salzburg. Hier Herbert Prohaska. Hat er einige Teamkandidaten in den Reihen der Salzburger zu beobachten. Eckball durch Reisinger.
Und Sabitzer, das ist das 3:0 noch vor der Pause. Und zwar in der 42. Minute. Wieder Torschütze, Herfried Sabitzer. Deckball von Reisinger geht an Freund und Feind vorbei. Und schließlich steht Sabitzer richtig. Pausenstand also 3:0 für Casino Salzburg. Damit schon zur Pause haben die Salzburger einen Riesenschritt Richtung Titelgewinn gemacht. Nach der Pause spielt Plewa beim Sportclub anstelle von Trippak. Ein Verteidiger wurde gegen einen Stürmer getauscht. Der Sportclub versucht doch noch einmal offensiv zu werden. Hier eine Möglichkeit für Casino Salzburg. Gut vorbereitet diese Möglichkeit und dann etwas unglücklich abgeschlossen von Schinkes. Wieder Sabitzer. Und da ist Feiersinger ganz allein, zögert noch immer. Dann Jurcevic. Im Spiel der Salzburger fehlt nach der Pause der nötige Nachdruck. Zu komfortabel ist die 3:0-Führung. Hier Pfeifenberger. Dann ein Foul am eingewechselten Bruck. Freistoß für den Sportclub. Beim Sportclub vermisst man Ideen, vermisst man zusammenhängende Aktionen. Sehr viel ist dem Zufall überlassen. Und ganz signifikant diese Szene. Es wird so lange herumgestochert, bis der Schiedsrichter den Ball nicht mehr sieht und Freistoß gibt. Das erregt natürlich Plewa. Die Sportclub-Zuschauer haben längst ihre Mannschaft aufgegeben. Salzburg versucht noch weitere Treffer zu erzielen. Jurcevic, aber er hat heute beim Abschluss überhaupt kein Glück. Noch einmal Sabitzer. Im Sportclub fehlen auch die Kräfte. 13 Spieler des Kaders haben während der Woche unter Darmgrippe gelitten und das macht sich auf die Kondition bemerkbar. Casino Salzburg siegt schließlich mit 3:0. Das war noch einmal ein Schuss von Feiersinger. Ja, wir haben von Haus aus gesagt, dass wir den Sportclub nicht unterschätzen. Das haben wir nicht getan. Und darum glaube ich, dass mir das 3:0 gerecht ist. Und wir haben das Spiel 90 Minuten im Griff gehabt. Und mehr haben kann ich nicht dazu sagen, glaube ich, weil das war entscheidend, dass wir offensiv gespielt haben. Wir haben das letzte Mal sehr defensiv angefangen und haben keinen Glück gehabt. Heuer haben wir offensiv gespielt und haben 3 Tore in der Halbzeit geschossen und das war, glaube ich, der Sieg. Ja, wir waren voriges Jahr nicht so weit vorne. Ich war im Frühjahr auch 9 Spiele verletzt, bin erst im Finish der Meisterschaft wieder gesund geworden. Wir haben jetzt wirklich einen Kader, wo ich sagen muss, dass fast alle Spieler topfit sind und wenn jetzt doch Wilfurt dazukommt, dann haben wir wirklich einen sehr ausgeglichenen Kader und ich glaube doch, dass wir dann so weit sind, dass wir heuer Meister werden. Wir sind abgeklärter geworden, wir haben aus dem vorigen Jahr gelernt und ich hoffe doch, dass wir es heuer schaffen. Ja, man kann nicht sagen, dass wir gut spielen, aber die anderen Mannschaften sind halt besser und das hat man heute auch wieder gesehen. Wir haben da gegen 11 ausgekochte Profis gespielt und deshalb resultiert auch diese Niederlage. Ja, dass Salzburg besser war, das sieht man auch auf dem Totoschein. Und zwar Spiel 2, 0:3, Tipp 2. Und für die Statistiker, Otto Konrad ist jetzt schon 784 Minuten ohne Gegentreffer. Zwei Spiele.